Ja, hallo zusammen bei der letzten Aufnahme von Titan Quest für heute. Im Tempel von Martuk, da sollst du Ebene 1 runtergehen. Irgendwie will er gerade nicht, doch. Jetzt will er doch. Ja, ich war gerade dabei zu erzählen, wegen der Sony PS5 und dem Brunnen nehmen wir mal mit und der Xbox One X. Also sollten sich das bewahrheiten, ach die Ekelviecher, dann wird das durchaus interessant, wie ich denke. Weil einfach halt der Preis durchaus ein entscheidender Faktor ist für den Erfolg einer Konsole. Ich muss allerdings sagen, was ich bisher auf der Xbox Series X gesehen hat, hat mich jetzt nicht so wirklich umgehauen. Das war eher so, Also wenn zum Beispiel so ein Titel wie Senua's Sacrifice, den zweiten Teil, wie er dann jetzt noch genau heißt, weiß ich gar nicht. Ich habe den ersten Teil geliebt. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ach, jetzt geht das schon wieder los. Wir sind ja auch am Anfang einer Folge. Das kann er mir auch nicht am Ende einer Folge sagen, ne? Gut, ihr Lieben, dann werden wir mal eben porten. Tut mir leid. Hallo? Ich habe gesagt, wir werden mal eben porten. Danke. Die werden alle auch auf PC kommen. Maximal mit Zeitverzug. Da Microsoft aber großen Wert auf die Geschichte mit seinem Xbox Game Pass oder Game Pass allgemein oder wie auch immer legt, könnte das durchaus eine interessante Geschichte werden, ob sie da irgendwo einen Zeitverzug machen wollen oder nicht. Den wollte ich erstmal behalten, habe ich gesagt. Das wird durchaus interessant. Ich kann es mir eigentlich nicht so, was haben wir denn, 41 bis... Das ist natürlich ein bisschen mehr Schaden. 30% Durchschlagschaden. Plus 22 Lebensanzug. Plus 9 Lebenskraftschaden. Hier haben wir Bonusschaden. Plus 35 Angriffsqualität. Nee, ich glaube erstmal nicht. Erstmal nicht. Armschnalle kann weg. Der Ring kann auch erstmal dezent weg. Nein. 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 So, was haben wir hier noch für eine Scheiße? Weg. Weg. Können wir eh nicht benutzen. Hab hier aber keinen Kistenmeister. Also von daher, blau werde ich jetzt auch nicht verkaufen. Die Rüstung können wir, den Helm können wir eigentlich verticken. Da haben wir in jedem Falle was Besseres. So, müssen wir also nicht mehr mit uns rumschleppen. Wiedersehen. Genau, Wiedersehen. So. Also von daher, das ist meines Erachtens nach durchaus ein interessanter Faktor, dass möglicherweise wirklich der Preis der Konsole 100 Euro günstiger sein wird als der von der PlayStation 3. Es sind noch einmal keine Aussagen von den jeweiligen Herstellern. Trotzdem ging das alles, also alle Preise, die man bisher gelesen hat, gingen in diese Richtung. Die waren dann ja auch relativ schnell von den Webseiten wieder runter. Lass das doch mal, Mann. Die waren dann ja auch relativ schnell von den Webseiten wieder runter, aber manchmal habe ich so den Eindruck, vielleicht sind das, also ist ja das jetzt echt so, ja, ob ich von Verschwörungstheorie reden will, weiß ich nicht, aber könnte ja auch eine Masche von beiden Unternehmen sein, um so mal Testballons loszujagen. Sie sagen halt einfach, ich meine, eines ist doch klar, die Kaufhäuser, und das ist so eine große Kaufhausgruppe gewesen in Frankreich, die müssen die Informationen schon vorab bekommen. Ich weiß nicht, wie weit vor, aber ich glaube schon, dass sie die bekommen. Schnauze. Einfach damit sie kalkulieren können und so weiter und so fort. Des Weiteren ist das ja an sich, aus meiner Sicht, korrigiert mich bitte, wenn ich was Falsches sage, keine so dumme Sache, in der Form einen Testballon lossteigen zu lassen, zu gucken, wie die Community darauf reagiert, um zu schauen, ob dann auf einmal die Leute sagen, oho, jetzt ist die Xbox Series X so viel günstiger, ein 100er, ja, es gibt ja noch die Schnauze, es gibt ja noch die Konsole ohne Laufwerk, welche ich mir auf jeden Fall nicht holen werde, weil ich mich dann an den Store nageln lasse. Stehe ich nicht so drauf. Ich möchte meine Spiele auch mal als CD oder eben halt als Datenträger haben. Da kann man auch mal ein Spiel wieder verticken, wenn es einem nicht mehr gefällt. Das kann ich im Sony Store nicht machen. Punkt.
Ergo, schwierige Entscheidung. Nein, für mich nicht schwierig, weil ich werde auf jeden Fall, auch wenn das Ding 100 Euro mehr kostet, also sprich mit Laufwerk 100 Euro mehr, wobei ich auch da sage, das ist eine Frechheit. Für ein Blu-ray-Laufwerk 100 Euro mehr zu nehmen? Nein. Seien wir mal ehrlich. Für 100 Euro kriege ich für einen PC, vielleicht liege ich jetzt auch falsch, aber schon fast einen Blu-ray-Brenner. Und nicht nur einfach ein Abspiellaufwerk. Für 100 Euro kriege ich einen kompletten Blu-ray-Player. Und nicht nur das Laufwerk halt. Ich weiß nicht so richtig. Ich find da schon wirklich so... Weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Es ist halt auch schwierig, weil sich beide Hersteller, Microsoft wie auch Sony, gerade sowas von im Rückraum halten und so wenig wie möglich bekannt geben. Ich habe heute News gelesen, dass man jetzt ja auch den PlayStation 5 Controller auch softwareseitig updaten muss. Das gab es ja bei Microsoft schon lange. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Dieses haptische, das wird sicherlich auch mit dem haptischen Feedback zu tun haben, dass der upgradet werden muss, softwareseitig. Also ich hatte auch nie wirklich ein Problem mit den Upgrades auf der Konsole. Es gab ja einige Schwierigkeiten bei einigen Upgrades, habe ich auch mal ein Video zu gemacht, wo sie dann irgendwann still und leise noch ein Upgrade rausgehauen haben und danach war es schon offensichtlich weg, hat man nie wieder von gehört. War so ein Video, wo ich relativ viele Aufrufe von hatte für meine Größe und auch relativ viele Kommentare, die sagten, ja, ich habe genau die Herausforderung, wobei vielfach war das dann nicht wirklich die Herausforderung, sondern meines Erachtens nach eigengemachter Schaden beziehungsweise auch der Versuch, eine defekte Konsole irgendwie, ja, was kann ich da machen? Ja, sorry Leute, was soll ich sagen? Ich habe nur festgestellt, dass dort, oder habe gelesen, dass es da irgendwie Schwierigkeiten gibt. Hab das dann einfach mal in einem Video, ein 3-Minuten-Video war das irgendwie gehauen. Und hab gesagt, hier Leute, könnte doof sein. Wer da echt könnte ins Auge gehen, es gab damals zwei Ansätze, Alter, hörst du mal auf, das in Ordnung zu bringen, beziehungsweise zu fixen. Ja. Aber okay, das lassen wir mal. Weil ich gestern Abend selbige Herausforderungen mit Community und Leuten im Internet auch bei Game-O-Mat hatte. Ich weiß nicht, ob das jeder von euch kennt. Game-O-Mat ist ein YouTuber, den ich sehr gerne schaue. Der macht Satire-Videos basierend auf Spielen. Und er hatte schon vor einiger Zeit mal rausgehauen, naja, er ist sich nicht sicher, ob er ein satirisches Video zum Thema sagt schon, The Last of Us 2 machen soll. Wieso bin ich hier eigentlich gerade eben so abgegangen? Kann mir das mal einer verraten? Ach, verdammt. Da hat er ja mal rausgehauen, dass er sich da nicht wohl bei fühlt, da wirklich sowas zu machen. Er hatte da sogar schon mit angefangen, glaube ich. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber aufgrund der, ja, ich sag mal, Salzigkeit, so toxisch, wie das da gerade beim Thema Last of Us 2 abging im Netz, fand er das halt schwierig. Kann ich nachvollziehen. Ich habe mir das Video übrigens gestern noch angeschaut, hatte aber dann gestern war so ein Kommentar, wo ich dachte so, Alter, das ist Internet. Da war so ein Typ mit japanisch klingendem oder asiatisch klingendem, nicht japanisch, weil der hat sich irgendwie als, ich glaube, er wollte uns klar machen, er wäre Chinese, bin mir aber nicht sicher. Jedenfalls mit asiatischem Nicknamen und meinte dann so, ja, das, weil es gibt in Last of Us 2, wer es nicht gespielt hat, ich werde nichts Großes spoilern, aber es gibt halt eine Nebenfigur und da sagte Game-O-Mat dann so, ja, der hat irgendwie im Prinzip folgende Charaktereigenschaften, männlich, keine Ahnung, noch irgendwas und asiatisch. So. War ganz klar satirisch gemeint. Game-O-Mat ist meines Erachtens nach und meiner Erfahrung nach auf gar keinen Fall rassistisch. Geschweige denn, dass er da irgendwas in der Richtung bringen würde. Jedenfalls hat er ihm das unterstellt und ich habe dann auch reingeschrieben, weil er meinte dann so im Vergleich, die westlichen Medien wären ja alle, auch würden alle zensieren. Also es kann ja nicht sein, Schnauze, kann ich mal eben hier den hier haben, so, tschüss. Es kann ja nicht sein, dass wenn das ZDF über China berichtet,
dass dann die Berichterstattung immer so negativ wäre, dass die Polizisten ja die Demonstranten in Hongkong niederprügeln würden. Er hat dann noch irgendein Beispiel gebracht, wo ich dann echt geschrieben habe, Alter, was redest du für einen Scheiß? Erstens begibst du dich gerade in eine typische Opferrolle, die im Internet sehr gerne eingenommen wird. Ja, ich bin ja so arm dran und alle sind so böse zu mir. Zweitens sind deine Vergleiche schlecht. Auch das habe ich jetzt noch etwas netter formuliert, aber inhaltlich war es halt einfach so. Und drittens war das in diesem Video von, ohne dass ich es zu dem Zeitpunkt gesehen hätte, das muss man auch mal dazu sagen, war mir klar, das ist Satire. Wie kommt er auf die Idee, sowas ernst zu meinen? Gamomat macht seit Ewigkeiten Satire. So, und auf jeden Fall hat der liebe Gamomat ihn dann auch mal eben dezent geblockt. Und das Handel, da, ich bin auch einfach der Meinung, man muss sich einfach im Internet nicht jeden Scheiß anhören, auch wenn man offiziell, also ja, man ist ja in dem Moment, ich meine übertrieben gesagt, bin ich auch eine Person der Öffentlichkeit. Ich stelle Videos online, die jeder sich angucken kann, die jeder gucken kann, die auch jeder kommentieren kann. Ich glaube, ich habe noch nie, außer irgendwelche Pornobots, habe ich noch nie geblockt. Doch, einmal so einen rechten Drecksack. War das ein rechter? Nee, ein multikultureller Freund, der mich als rechten Drecksack beschrieb, wo ich dachte so, what the fuck? Ich war nie rechts, werde es auch nicht sein und auch meine Aussagen sind nicht rechts. Ich habe zwar manchmal einen derben Humor, dem möchte ich gar nicht widersprechen. Den versteht auch nicht jeder, aber dafür kann ich nichts. Deshalb werde ich mich auch nicht verstellen. Wen das stört, der kann gerne woanders hingehen. Punkt. Das meine ich auch genauso, wie ich sage. Ich verdiene hiermit keinen Cent. Ich habe ja sogar schon mal drüber nachgedacht, in meinen Streams, sondern kann ich ja, für, damit mich meine Zuschauer donaten können, mir einen kleinen Beitrag über PayPal irgendwie spenden. Habe es dann wieder verworfen, weil zum einen habe ich viel zu wenige Zuschauer dafür und zum anderen habe ich persönlich damit eine Herausforderung. Keine Ahnung, fragt mich nicht warum. Ich finde es doof, weil es ist mein Hobby. Dann habe ich auch noch Leute, die mir zuschauen dabei und dann bin ich der Meinung, ja okay, so klar kostet die Spiele Geld. Na, das muss man auch so sagen. Wenn ich jetzt die neue PlayStation 5 kaufe, kostet mich das auch Geld. Aber ich muss das ja nicht tun. Das ist der Punkt. Na? Vielleicht, wenn ich mehr Zuschauer hätte, wer weiß, vielleicht würde ich es dann machen und würde sagen, okay Leute, hier habt ihr einen Link, da könnt ihr mir ein bisschen was spenden, wenn ihr das macht, gut findet, was ich mache. Und dann wäre das auch so. Ich würde ja niemanden dazu zwingen und würde sagen, ihr müsst jetzt hier irgendwie eine königliche Truhe, ihr müsst jetzt hier spenden. So ist es ja nicht. Ne? Also von daher, das Internet ist halt echt komisch. Das ist wirklich, die Leute irgendwie meinen alle, ihre Meinung ist die einzig richtige, wo ich dann auch mal denke, so, what the fuck, warum? Diskussionen finden nicht mehr statt, jeder in seiner eigenen Bubble unterwegs, jeder greift den anderen an, beleidigt, beschimpft und ich frage mich immer, warum? Das ist immer die Frage, die ich mir immer und immer wieder stelle und vielleicht habt ihr eine Antwort darauf, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ja, natürlich ist das Ganze anonym, aber ist das ein Grund? Weil es anonym ist, meine ich, dass ich die Sau raushängen lassen kann. Wie gesagt, ich hatte ja diesen kleinen Disput mit dem einen Zuschauer letzte Woche, vorletzte Woche, wo ich auch gesagt habe, ich wette, wo geht das jetzt hier weiter? Ich wette, wenn der mir gegenüber gestanden hat, hätte er in dem Ton nicht mit mir gesprochen. Ich bin mir da absolut sicher. Ich weiß weder, wie alt der Typ war oder ist, oder. Aber ich weiß eines, er hätte mir das so in Face-to-Face nicht in dem Ton gesagt, in dem er es geschrieben hat. Und warum zum Teufel kann man sich daran nicht halten? Warum kann man nicht sagen, okay, ich stehe dem Menschen nicht gegenüber? Das ändert aber nichts daran, dass er das lesen kann, was, oder er kann es ja rauslesen. Jeder, der es will, kann es rauslesen. Wir gehen jetzt hier nochmal runter, wo die Folge eh gleich vorbei ist. Aber hier, nee, ich dachte, hier, doch, hier ist ein Brunnen, den nehmen wir auf jeden Fall eben mit. Ich bleibe jetzt einfach mal stehen. Ich frage mich, warum die Menschen das denken. Erstens ist das Internet nicht anonym. Das muss man auch mal so sagen. Also wenn ich irgendwas zur Anzeige bringe, gegen den YouTube, gegen den Namen, gegen den Nicknamen, gegen die E-Mail-Adresse, wie auch immer, kann man herausfinden, wer das ist. Selbst wenn ich mit VPN unterwegs bin oder ähnliches, das muss man sich mal bewusst machen. Ja. Zweitens, warum kann man nicht nochmal sagen, pass auf, ich sehe das ein bisschen anders als du, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Dann kann man sagen, okay, kann ich nachvollziehen oder nicht. Nein, das geht im Internet nicht.
es geht nur noch um Beleidigungen, um irgendwelche Bubbles, um irgendwelche, das ist das Geilste und alles andere ist daneben. Beispielsweise das Video von Game-O-Mart, seine Konklusion, er hat ganz viele Fehler aufgezählt, die ihn gestört haben, aber es ist auch subjektiv, es ist seine persönliche Meinung. Ich habe jetzt nicht drunter geschrieben, fand ich total doof, weil mir das Spiel super viel Spaß gemacht hat. Nein, es geht darum, ihm hat das Spiel nicht so viel Spaß gemacht, er hat die Fehler, die er für sich gefunden hat, hat er dargelegt, die kann man nachvollziehen, ich kann sie nachvollziehen, aber ich habe sie anders empfunden beim Spielen. Er hat das Spiel halt zu lange empfunden, ich hatte sehr viel wegen der Länge, sehr viel Spaß, weil ich die Welt entdecken wollte und so weiter und so fort. Ja, vieles war repetitiv, aber trotzdem spannend. So können unterschiedliche Sichtweisen sein, ohne dass ich jetzt da in seine Kommentarsektion gehen muss und ihm schreiben muss, du, was du da gemacht hast, finde ich total doof, weil ich es nicht total doof finde, ich bin einfach nur einer anderen Meinung. Deshalb finde ich es nicht total doof. Und das ist aus meinem persönlichen Verständnis eine Differenzierung, die viel zu wenig gemacht wird. Die erwarte ich nicht von einem 12-Jährigen, weil der kann das nicht, aber ich erwarte sie von jemandem, der über 18 oder in der Nähe von 18 ist. Da erwarte ich so viel Selbstreflexion und so viel Nachdenkvermögen, dass man nicht immer in eine Tonalität verfällt, die einfach nur total armselig ist. Und ich bin nicht böse. Das ist einfach so eine Sache, die mir jetzt, das ist jetzt dazu gekommen. Ich habe es mir von der Seele geredet und es wird sicherlich noch häufiger passieren. Trotzdem an dieser Stelle mache ich eine Aufnahmepause. Die Aufnahme ist hiermit beendet. Die nächste Folge, das hier ist die Mittwochfolge, die nächste Folge nehme ich am Samstag auf. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Schreibt mal eure Meinung zu den Themen, auch wenn ich weiß, so 30 Leute gucken Titan Quest meist so. Schreibt es trotzdem in die Kommentare. Seid nicht so stumm. Viele gucken einfach, vielleicht auch nur kurz, aber wenn ihr es länger guckt und bis hierhin gekommen seid und das gehört habt, schreibt mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.